Ah, die Wiegader funktioniert. Das ist geil. Das ist toll, Iroka. Das passt. Ui. Die Woche ist wieder nicht so geil für Caster wegen dem scheiß Vulkan. Also es ist jetzt nicht so krass wie Quake, aber es ist auch nicht geil. Mach irgendwie 20, fast 20k weniger als letzte Woche. Also das ist halt schon krass. Gut, liegt vielleicht auch daran, dass die Mobs nicht so lang leben, weil erst wenn die Mobs irgendwie so 20, 30 Sekunden länger leben, dann kommt erst mein Schaden. Aber das macht ja nichts. Die Elemente gehorchen mir. Beachte deine Schritte. Aber auch immer bis zum Zerschaden kommt, ne? Mann, Kind. Eigentlich, je mehr ich darüber nachgedacht hätte, was anders zu spielen, nicht irgendwie mehr Lust auf WoW. Weil letzte Woche hatte ich ja fast die ganze Woche Pause. Ich habe letzte Woche nur zwei Tage WoW gespielt. Der Rest war ich halt einfach nicht da, weil. Ging halt nicht so gut. Von daher. Passt das schon. Einfach zu wissen, dass es funktioniert, reicht mir fast. Irgendwann schaffe ich es auch, meine komischen Wiegauren zu ändern, weil irgendwie steht sehr oft der Char in der Wiegaura. Also hier, da hier, so wie jetzt. Dann kann ich den nicht mehr genau sehen. Aber ich bin da so, bin da gar kein Fan von dem Umstellen von Wiegaura. Wenn die passen nicht. Ich müsste da einzelne Spells umstellen. Gar keinen Bock. Gelassen, ne? Oha! Ey, bin ich der einzige Ranke, oder was? Schau, was da spawnt um mich herum hier. Da hatte ich ja zum Glück ein paar. Ohohohoho! Digga! Beachte deine Schritte. Ja, das ist gut. 16er passt. Ich habe ja mehrere Wochen lang nur 16er gemacht, damit ich diese Upgrades bekriege, zum Crafting der Items. Wenn ihr nur verstanden hättet, dass unser Weg, ich erlaube es nicht, dass ihr Melidrussas Werk zunichte macht. Meine Verbündeten haben sich. Hab mir dann die Sachen gecraftet und jetzt müsste man eigentlich so ein bisschen. Bisschen 2 plus grind, um die vielen Valor Points zu bekommen, aber ich mache einfach normal irgendwie, da habe ich auch Fun dran. Ja genau, das habe ich ja auch gemacht, 40 Stück. Ich habe doch so 5 Wochen lang 10 bis 40 Stück die Woche gemacht. Ja, das mit dem Brusthose, das Ding, das Setteile, ja. Und dann tauschen, umwandeln. Problem ist, es gibt ja erst das Cap, du kannst ja nur pro Woche ein Ding umtauschen. Also, ich bräuchte halt 69 oder 79 Instanzen, um mein Gear voll auszurüsten. Egal welche Höhe. Aber das ist doch ein Cap, weil ich kann pro Woche plus 1 tauschen. Und ich habe nur Raid-Sachen. Ich muss tauschen. Ich habe, wenn ich da nicht noch alles anzubieten. Komm, Ads. Jetzt sind die Ads da.
deine Schritte. Bist du eigentlich immer noch mit deinem DK zufrieden? Oder habe ich. Oder was war dein letzter Char hier? Das habe ich nicht so mitbekommen hier. Das ging fast in die Spikes. Einfach an random schnell Geld gesetzt. Hier einfach in Sicht. Einfach weg da. Das ging fast in die Spikes. Pock. Pock, pock. Eieieiei. Okay. Jetzt, wo ihr die Betten unten was sind die denn? Die Drachen? Ich eure Hilfe für mich oben. Ist keiner mehr da. Da. Lol. Spielt doch schon seit längerem nur den DH. Aber DK warte noch ändern, wieder in mein Test kriegt, dann gebe ich einen Upgrade-Buff. Ach so, DH, ja. Ich kann mich bestimmt erinnern. Weil du warst ja genervt von diesem Buff aufrechterhalten und so. Ich überwache die Lage von oben und stelle den Drachen, der diesen Angriff anführt. Schnell, nehmt die Eier. Rettet so viele hier noch nicht. Wo ist der Atem? Bin da. Ich muss auf die Überholspur. Der hat doch gar keinen Bock mehr entgegenzuhauen. Nicht einmal einen Meter, nicht einmal einen Sidestep, gar nichts. Der Schorke. Einfach egal. Also ich bleib bei dem, was ich habe. Dafür habe ich viel zu viel Zeit investiert. Wenn ich überlege, ich müsste das Ganze noch mit dem Twink machen. Nope. Ich bleib bei dem und fertig. Hey, wenn er scheiße würde, man nicht mehr mitnehmen, mich überall rauskriegt, dann ist das so. Dann habe ich andere Alternativen. Scheißegal. Also ich bleib da. Von Anfang an war das im Endeffekt. Außer ein bisschen war zwischenzeitlich Ele-Shami. Aber das hat sich dann gegeben, weil der Hexer einfach mehr funny war. Nur das ist das Wichtigste, dass er Fun macht. Durch Blitzschlag, markiert. Und der Demo-Hexe wird nochmal überarbeitet. Es sind doch einige Sachen, die nicht so pock sind. Und so viele verschiedene Arten von Skillung, die man bräuchte, um das gescheit zu machen. Das ist auch nicht Vorteil. Warum habe ich dieses Ding auf mir? Fläche unter dir. So. Ich sehe nichts. Oh. Gute Arbeit. Das erste Becken ist gesichert. Jetzt zu den anderen. Ich bin da eher auf der Range-Seite. Bin genug die Jahre vorne an der Front gestanden, hab mir auf die Fresse hauen lassen. Das reicht dann noch wieder. Durch Blitzschlag markiert. Positiv. Ja, ich hab ja jetzt. Ich hab ja so ein bisschen. Das ist ja gar nichts. Ich hab ja ein bisschen mit dem DK getankt. Ja, aber. Du, einfach keine Zeit.
Du musst so viel grinden und so viel hochpushen, den Main. Man hat einfach keine Zeit für Twinkerinos und sowas. Ey, wenn ich jetzt sagen würde, selbst ich, der eigentlich 24-7 theoretisch zocken könnte. Gut, ich muss jetzt mal wieder weg wegen Therapie, hin, dies, das. Aber mal könnte. Selbst das ist halt schwer. Also, selbst das geht halt auf kein Kuhhaut. Nicht auf Drachen warten oder was? Ja, okay. Also, das passt. Ich muss halt viel Zeit in den Main stecken. Die nehme ich mir und mache das. Nochmal den zweiten Shot diese Zeit stecken. Habe ich. Sehe ich mich nicht. Weil ihr habt gesehen, wie viele Sachen, Wochen und Tage ich hier gegrindet habe. Und auch viele Nerven da gelassen habe. Was ist eigentlich der Tank hier? Da, oder? Seid fast bei Ihrem Meister angekommen. Schnell weiter, Champion. Ja, nicht machen? Ja, aber diese Zeit, wo wir warten, hätten wir es doch schon längst machen können, oder? Ich habe ganz, ganz viele Waren. Okay. Okay, 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 mein Freund. Du hast ja recht, hast ja recht. Wisst ihr, das ist das Geile. Muss mir keine Gedanken machen. Ich laufe einfach. Vielleicht noch kommentiere ich ein bisschen. Dann bist du geil. Durch Blitzschlag markiert. Negativ. Das letzte Becken ist sicher. Ach so, okay, dann halt so. Überwältigt die Primalistin, bevor sie Verstärkung herbeiruft. Seh nix. Hier so, okay. Ist du nicht, dass man hier das so macht? Dann müssen wir ja nach links gehen. Dann müssen wir ja nach links baiten. Die CDs habe ich jetzt alle benutzt, aber die kommen dann schon wieder im Bosskampf. Ich bräuchte erfunken. Oh. Das war fuck knapp. Ich dachte, ich bin richtig und bin dann doch nochmal gedodged. Ihr könnt der Hitze nicht entkommen. Jetzt fördern. Durch Blitzschlag, ihr werdet von der Flamme überwältigt. Jetzt fördern. Ihr könnt der Hitze nicht entkommen. Beugt euch dem Feuer! Jetzt ködern. Habe ich den Boss angesehen? Ich habe einfach getappt und es war halt einfach nicht der Boss. Feuer möge meine Feinde verschlingen! Jetzt ködern. Jetzt die CDs kommen langsam. Werdet von der Flamme überwältigt! Jetzt ködern. Ihr könnt der Hitze nicht entkommen. Beugt euch dem Feuer. Jetzt ködern. Feuer möge meine Feinde verschlingen. Jetzt ködern. Brecht aus ihrer Macht hervor. Feuer möge meine Feinde verschlingen. Beugt euch dem Feuer.
Amino. Lied nebenbei gehört. Amino. Dorime. Amino. Und hier. Flächenschaden gleich. Jetzt passt mit den Wichteln hier. Damage kommt, siehst du? Geil, Mann. So hoch gehen sie noch viel schöner leben, die Länge. Stormkrieger! Durch Blitzschlag markiert! Negativ. Hey. Lossen ist okay. Hast du gesehen, Jero? Es gibt schon Mods für Harry Potter. Es gibt einen Koop-Mod oder so. Geht aber anscheinend nur lokal und es kommen auch es kommen anscheinend noch Mods, wo man dann RP spielen kann oder so. Das wird halt wieder was Krasses. Das wird halt wieder wild. Dann kommen GTA-RP wird abgelöst von Hogwarts-RP. Krass, oder? Musst du dir mal vorstellen. Aber es ist. Hey, das ist halt eigentlich prädestiniert. Ist das das richtige Wort? Für das eigentlich, oder? Das ist eigentlich perfekt dafür. Da, in der Zauberschule. Bumse, mit den Stäbchen machen hier. Einer ist der Harry, der andere ist der Hermine und dann geht's rein ins Loch. Also, na klar. Man kennt's. Ja, ich weiß ja auch nicht, ob ich das überhaupt so... Ich würde da gerne mal mehr anschauen wegen dem Bosscamp. Ich hätte Bock auf die Bosscamp, will mich aber nicht spoilern lassen. Schon so ein bisschen Eldenschwing, oder? Und, Teil 2 von den Zombie-Spielen da. Genau, das habe ich vergessen. Dying Light. Und Dead Island kommt hier auch noch, Alter. Das Jahr wird voll Bock. Das wird voll Bock dieses Jahr. Noch. Das wird echt voll Bock. Die Elemente erkannt. Fettfingert. Steuerung G ist ja nicht so einfach zu drücken, sage ich euch. Atem gleich. Jawohl. Was mit Blattlast, mein Freund? Lasst euch hinwegfliegen. Das reicht. Soll ich? Ich hab. Ja, voll gefallen, soll ich Trommel machen? Aber ich habe halt Trommel in der Tasche. Ich muss die Tasche öffnen. Ne, die ist unten rechts sind die. Unten rechts sind die Trommel. Ich sehe es gerade unten rechts. Used Heldentum. Oha! Uhuhu, we have Heldentum, guys.
Oh. Oh. Ich brauch... Scheiße, ich bin... Egal, die machen das. Ich habe niemanden zum Abbauen. Ich habe auch keine Zeit, um hinzugehen. Ich wollte irgendwo mit dem Gate hin. Das reicht. Lasst euch nein. Geil, Mann. Schaffen die. Ich hätte ein bisschen Early Last gebraucht. Bisschen Early Last gebraucht, weil ich, jetzt ist halt schwer zu stehen. Aber ja, das haben die eh geschafft. Das reicht. Lasst euch hinwegfegen. Was macht er eigentlich hier? Durch Blitzschlag markiert. Was macht er eigentlich hier? Das reicht. Was macht der Shami hier? Wo ist der? Der hat sich als Wolf hingesetzt und hat den geretzt. Oha! Ich dachte mir schon, der macht sowas. Aber irgendwie sah das sehr komisch aus. Der hat sich hingesetzt als Wolf. Deswegen, oha, bei mir auch. Das reicht. Ja, mach doch lieber den Boss, Digi. Aber ja, okay. Lasst euch hinwegfegen. Wuhu! Dankeschön. Appreciate it, man. Geil. Heldentat. Das reicht. Einfach Heldentat. Abflug. Wir werden kommen. Danke, Champion. Fürs Erste sind die Lebensbecken sicher. Aber die Primalisten sind immer noch eine Bedrohung. Okay. Dann haben wir schon mal einen Key geschafft die Woche. Also, nee, wir haben schon zwei Keys in 18, ne? Aber Rubin-Lebensbecken, glaube ich, ist einer der nicht so geilen. Ja, Damage war ziemlich gleich von allen. Ja, sage ich jetzt einfach mal so, wenn ich bin halt nicht auf der Überholspur. Ja, GG. GG. Das laden wir hoch. Das wird ein YouTube-Key. Geil, Mann. Geil. Schön, ey, und toll, hat geklappt. Hab mich jetzt wohlgefühlt hier. Das war nicht so wild wegen dem Vulkan.